Ich begrüße euch heute mal zu einem Review, in dem ich euch den neuen Honeycomb Alpha Flight Control Scope vorstellen werde. Dazu werde ich das Video in 5 Teile gliedern. Zuerst werde ich kurz etwas über den Karton, in dem das Gerät verpackt war, erzählen und zeige euch dann, wie man den Yoke aufbaut. Im Anschluss erkläre ich euch den Yoke an sich und auch alle Funktionen und Schalter, die er hat, ehe wir dann in einem Flugsimulator, in meinem Fall ist das X-Plane 11, eine kleine Runde in einer Cessna und in einer Boeing 737 fliegen werden. Zum Abschluss komme ich dann noch zu einem kurzen Fazit. So, wir kommen zuerst einmal zu dem Karton, in dem das Gerät zu mir geliefert wurde. Das war der, den ihr jetzt hier gerade im Bild sehen könnt. Und wenn man den geöffnet hat, dann kam bereits der Yoke zum Vorschein, zumindest die Verpackung davon. Und wenn man das dann alles rausgeholt hat, hatte man eine blaue Box. Das war so ein Karton und da war noch so eine Umverpackung dran. Und wenn man dann diese blaue Box dann da rausgeholt hat aus dieser Umverpackung, sah das dann eben so aus. Und jetzt ging es dann an das Auspacken des Gerätes. Zuerst einmal, wenn man die Box öffnet, kamen Beschreibungen und ein paar Kabel zum Vorschein. Und darunter war dann der Yoke sehr gut eingepackt. Alles schön gepolstert, alles kam heile an, ohne einen Kratzer. Und zudem wirkte auch dieser blaue Karton mit Umkarton wirklich sehr hochwertig. Das muss man wirklich nochmal sagen. Also das war wirklich dahingehend schon mal wirklich alles sehr schön. So, ich würde mal sagen, ich zeige euch jetzt erst einmal, wie ihr den Yoke an eurem Tisch richtig aufbauen könnt. Und dazu benötigt ihr zuallererst einmal diese Montageplatte hier. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr diese an eurem Tisch befestigt. Einerseits geht das mit zwei Klemmen, ähnlich wie zum Beispiel bei meinem G27 Lenkrad von Logitech, da funktioniert das auch so. Oder es gibt auch noch auf der Rückseite eine andere Möglichkeit, und zwar über diesen Saugnapf das Ding da am Tisch zu befestigen. Allerdings funktioniert das nur auf glatten Tischoberflächen. Bei mir funktioniert das nicht, weil ich einen geriffelten Tisch habe mit so einem, mit so einer Holzstruktur. Und deswegen mache ich das mit den Klemmen. Und daher setze ich erstmal die Platte hier hin, da wo es stehen soll. Und dann nehme ich mir dann eine solche Klemme. Davon gibt es, wie gesagt, zwei Stück. So sehen die aus. Und die können wir jetzt hier einmal so an der Montageplatte befestigen. Eins und noch eine. Hier ist die Nummer 2. Was ich auch noch kurz zeigen möchte, hier ist auch noch so Gummi zwischen, dass es auf jeden Fall der Tisch von unten etwas geschont wird, wenn ihr das dann anzieht, dass das dann nicht das blanke Metall ist, was sich da in euren Tisch bohrt. Und dann könnt ihr das ein bisschen festhalten natürlich und dreht das dann auf beiden Seiten fest. Die Montage an sich funktioniert wirklich sehr einfach und schnell, wenn man den Dreh raus hat und das einmal, zweimal gemacht hat. Und das ist für mich auch ziemlich wichtig, weil ich den Yoke sehr oft abbaue, weil ich leider nicht den Platz auf meinem Tisch habe, dass ich ihn dauerhaft aufgebaut lassen kann. Und daher habe ich früher immer einen Joystick benutzt, aber jetzt, wo ich gesehen habe, Mensch, hier gibt es einen tollen Yoke, den kann man auch super einfach auf- und abbauen, dachte ich mir, Mensch, ne, das wäre doch auch mal was. Und definitiv war das auch eine richtige Entscheidung. Es ist ein wirklich sehr tolles, durchdachtes Produkt, das muss man wirklich sagen. So, jetzt ist das hier mal fest. Nicht zu fest ziehen, aber auch nicht zu locker. Es soll natürlich auch schön sitzen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen dran wackel, seht ihr, ne, ich reiße eher gleich noch den Tisch ab, als dass sich die Platte bewegt. So muss das sein. Und dann sind wir jetzt auch schon so weit, dass wir den Yoke da drauf setzen können. Den nehmt ihr dazu einfach einmal. Hier kommt das schon. Und auf der Rückseite davon seht ihr ein Loch. Und dieses Loch muss jetzt hier erstmal auf diesen silbernen Kreis, sag ich mal, rauf. Es wird draufgesetzt und wenn der da drin ist, schiebt ihr das Ganze ein bisschen nach vorne. So, und ihr seht, das ist auch schon so ein bisschen eingerastet. Und jetzt müsst ihr auf der Rückseite, das kann man jetzt vielleicht nicht so gut sehen, auf der Rückseite noch zwei kleine Schräubchen festdrehen, damit das Ganze richtig festjustiert ist. Und dann ist das Ganze auch so weit, ne, ihr seht das sehr fest. Der Tisch bewegt sich, aber hier tut sich gar nichts. Es ist wirklich sehr gut befestigt jetzt. Und nun fehlen nur noch zwei kleine Sachen. Einmal gibt es hier dieses Ethernet-Kabel. Das könnt ihr einmal reinstecken hier vorne. Muss ich mal jetzt gucken, muss ich mal etwas nach unten. Hier unten ist das. Hier wird das reingesteckt. Zup. Und hier vorne auf der Rückseite vom Yoke ist auch noch ein Anschluss.
Wenn ihr das nicht hier einstöpselt, dann funktionieren diese Knöpfe hier oben in eurem Simulator nicht. So, und ihr seht jetzt hier dieses Ethernet-Kabel, das ist jetzt hier schön verbunden. Und jetzt fehlt nur noch eine Sache, und zwar müssen wir das ganze Gerät mit einem USB-Kabel anschließen am Rechner. Da haben wir einmal hier diesen Anschluss für den Yoke, diesen für euren Rechner, ganz normalen USB-Anschluss, den kennt ja wahrscheinlich auch jeder. Auf der Rückseite gibt es da eine kleine Öffnung, in die das Ganze reingehört. Und dann kommt das mit dem USB-Anschluss ganz einfach noch in euren Rechner. Und damit ist das Ganze auch schon aufgebaut soweit. Ging wirklich sehr fix und ist wirklich ganz unkompliziert. Und ich habe auch mal geschaut, an meinem Tisch ist überhaupt nichts zu sehen. Das habe ich manchmal bei Lenkrädern, dass man da so ein bisschen sieht, dass das so ein bisschen, ja, die Oberfläche abschabt. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also wirklich sehr gut gemacht und geht immer ruckizucki, also alles prima. Ja, ich werde euch jetzt mal den Yoke an sich zeigen und auch die ganzen Schalter, die er hat. Und fangen wir mal mit dem Yoke an sich an. Der hat einen unheimlich weiten Drehbereich zur Seite, was direkt auffällt. Und zwar von 90 Grad in jede Richtung. Alle anderen Yokes, die ich zumindest kenne, die gehen nur 45 Grad in jede Richtung. Und damit haben wir natürlich den doppelten Drehbereich direkt, was sich natürlich auch durchaus bezahlt macht, weil ihr natürlich viel feinfühliger steuern könnt. Und vor, zurück geht es selbstverständlich auch. Fühlt sich wirklich sehr schön an, ist auch etwas schwergängig, damit das eben nicht alles so leicht funktioniert. Und ja, auf dem Yoke an sich haben wir dann hier oben auch noch Knöpfe, die wir frei belegen können. Der hier bietet sich natürlich an, hier für die Sicht. Ich gehe mal ein bisschen rein, damit ihr das sehen könnt. Der hier ist hier prima für die Sicht. Den hier benutze ich auch sehr gerne mal für die Trimmung. Auf der anderen Seite vom Yoke, hier vorne, habt ihr auch noch Knöpfe, die ihr belegen könnt für Push-to-Talk oder wenn ihr die Sicht hier vielleicht irgendwie rein und rauszoomen möchtet. Das könnt ihr beliebig konfigurieren. Und ja, dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe an Schaltern, die ihr vielleicht auch schon gesehen habt. Die befinden sich hier vorne. Die sind auch netterweise direkt schon beschriftet. Ihr könnt die natürlich prinzipiell belegen, wie ihr das möchtet. Aber man kann natürlich der Einfachheit wegen hier die Beacon Lights drauflegen, die Landing Lights, Taxi Lights, Navigation und Strobe Lights, denn das ist dementsprechend schon so beschriftet. Hier oben haben wir dann die Avionics zum Beispiel oder auch hier die Master Switches, zum Beispiel für die Batterie. Und die können wir auch, wie gesagt, belegen, wie wir möchten. Aber es macht natürlich Sinn, das draufzulegen, was hier auch schon beschriftet ist. Und auf der Rückseite vom Yoke haben wir übrigens, das könnt ihr jetzt gerade leider nicht sehen, da gibt es dann auch noch Knöpfe. Und zwar hier einen und auf dieser linken Seite könnt ihr ebenfalls natürlich belegen, wie ihr möchtet. Und eine nette Sache gibt es auch noch. Und zwar auf der Rückseite, neben dem Anschluss für den USB, gibt es ein Knöpfchen. Wenn ihr das drückt und nochmal drückt und nochmal drückt, dann könnt ihr die Beleuchtung hier einstellen von dem Gerät. Das ist ganz lustig, wenn ihr mal im Dunkeln seid hier in eurem Raum, dann habt ihr so eine kleine Beleuchtung noch. Ist auf jeden Fall ein ganz nettes Feature. Und ganz allgemein möchte ich noch sagen, die Oberfläche ist wirklich sehr hochwertig, fühlt sich sehr hochwertig an. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also das fühlt sich sehr, sehr schön an. Wird recht schnell schmutzig, wenn man mal leichtfettige Hände hat oder so. Aber fühlt sich keineswegs billig an. Das hier oben ist natürlich Plastik. Das ganze Ding ist wahrscheinlich auch natürlich Plastik. Aber es hat noch diese wunderschöne Oberfläche. Auch hier vorne überall. Und das lässt das Ganze natürlich viel hochwertiger anfühlen. Und auch die Knöpfe, wirklich sehr schön. Da wackelt auch jetzt nichts, auch wenn ich das jetzt hier so bewege. Die ganzen Schalter wirken auch robust und nicht so, dass sie beim dritten Mal rausbrechen. Auch hier alles. Und ich persönlich bin auch jemand, der wirklich auf sowas sehr achtet. Und ich bin da immer sehr pingelig. Aber das Ding ist wirklich von der Verarbeitung her wirklich einwandfrei. Ich habe überhaupt nichts entdeckt. Und das ist auf jeden Fall wirklich zu erwähnen, dass das wirklich eine Top-Qualität ist, die ihr hier geliefert bekommt. Und ja, das ist auf jeden Fall wirklich klasse. So, und damit wären wir dann direkt in X-Plane und sitzen hier gerade in einer kleinen Cessna. Und wir gucken mal direkt hier etwas runter und schauen uns mal an, wie wunderschön weich meine Eingaben hier an diesem Yoke hier an das Yoke im Flugzeug übertragen werden. Sehr schön. Und ich habe jetzt einfach mal meinen alten Joystick genommen, habe den hier neben das neue Yoke gestellt und benutze hier den Schubhebel noch von dem Yoke und auch noch diese Achse hier an meinem Joystick zum Drehen als Tiller auf dem Boden, um damit zu lenken. Und ja, das funktioniert an sich auch ganz gut. Und wir können auch mal hier ein bisschen hier an den
Lichterknöpfen rumspielen, dann sehen wir auch gleichzeitig, wenn ich die hier an- und ausmache, dass sich hier im Cockpit na, was tut. Und das funktioniert auch alles ganz prima. Und ja, Trimmung habe ich mir zum Beispiel hier hingelegt. Ihr könnt das sehen, das bewegt sich hier direkt auch schön. Und ja, ich würde sagen, wir starten noch einfach direkt mal und gucken mal, wie sich das Flugzeug so in der Luft fliegt. Wir sind hier gerade am Flugplatz von Bad 9a Ahrweiler. Und werden einfach mal ein kleines Ründchen drehen und mal schauen, wie sich die Maschine in der Luft so verhält. Oh, so. Und wir sind in der Luft. Wirklich erster Eindruck. Wunderschön. Ganz sanfte Bewegungen, wie man hier auch sehen kann. Das konnte ich mit meinem alten Joystick bei weitem nicht machen. Da konnte ich wirklich immer nur gefühlt so und so, ne, steuern. Oder ich musste den wirklich millimeterweise gefühlt bewegen. Das ist natürlich hier von der Genauigkeit eine ganz andere Dimension. Machen wir die Klappen wieder rein und fliegen wir hier ein kleines Rechtskürfchen. Ja, wunderbar. Können wir ein bisschen die Trimmung hier noch ein bisschen anpassen. Das hat hier auch... Ja, so ist gut. Ah, wunderschön. Also es macht wirklich unheimlich Spaß jetzt auch mit so kleineren General Aviation Maschinen rumzufliegen. Das habe ich sonst nie gemacht, aber jetzt mit diesem Yoke, glaube ich, mache ich das direkt öfters mal. Also wunderschön. Ich kann das nochmal von außen zeigen, wie schön sanft die Bewegungen an den Ailerons hier sind. Ich kann auch sonst nochmal reingehen, wenn man das dann noch ein bisschen besser sehen kann, wenn ich mal ein bisschen runtergehe. Ja, hier kann man das gut sehen, ne, wie sanft die Bewegungen wirklich sind. Das habe ich, wie gesagt, mit meinem alten Joystick bei weitem nicht hinbekommen. Und das fühlt sich einfach wunderbar an insgesamt. Das muss man auch einfach sagen. Liegt super in der Hand. Egal, ob man das jetzt mit einer Hand macht oder mit beiden Händen. Jetzt gerade hätte man natürlich beide frei. Aber wenn man bei der Landung hier eine Hand braucht für den Schubhebel, dann liegt das auch super. Es wackelt natürlich ein bisschen, wenn ich jetzt mal ein bisschen hier dann reiße. Ihr merkt es vielleicht, mein Tisch, ne? Ihr seht das vielleicht an dem Monitor, der da hinten, der da vorne steht, der ist auch ordentlich am Wackeln. Das zeigt auf jeden Fall, wie gut und fest das hier befestigt ist. Also ihr reißt hier höchstens noch den Schreibtisch ab, bevor sich das hier irgendwo löst. Das ist auf jeden Fall auch sehr gut gemacht mit der Befestigung. Und ja, ich könnte jetzt hier noch stundenlang weiterfliegen eigentlich. Und macht wirklich super viel Spaß, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist gerade ganz toll. Ah, hier habe ich den Zoom draufgelegt, sehe ich gerade. Ja, wunderbar. So, ich würde sagen, wir testen mal den Yoke hier in einer Boeing 737. Das ist die SIBO 737-800. Die kennen ja wahrscheinlich alle, die X-Plane haben. Die ist ja auch kostenlos. Und wir landen jetzt auf der Landebahn 24 vom Flughafen Paderborn. Und ja, wir haben auch schönen Seitenwind und auch leichte Turbulenzen, die das Ganze hier noch so ein bisschen spannender machen. Und dann schauen wir mal. Wir setzen hier noch die Autobrakes auf 1. Speedbrakes werden mal schnell geahmt. Und dann müsste das wohl auch alles fertig sein. Fühlt sich auf jeden Fall wunderschön an. Sehr genaue Übertragung der Yoke-Eingabebefehle, also von meinem Bewegen hier. Überhaupt kein Vergleich natürlich zum Joystick zuvor, den ich immer benutzt habe. Und ja, wirklich einfach traumhaft. Wunderschön weiche Bewegungen. Gucken wir mal, dass wir hier jetzt eine schöne Landung hinlegen. Auf jeden Fall kann man natürlich hier wirklich viel mehr Gefühl haben beim Fliegen, als natürlich mit dem Joystick, der einen viel kleineren Bewegungsbereich hat, der erkannt wird. Das macht es natürlich wirklich viel feinfühliger direkt. 200. So, und damit herzlich willkommen am Flughafen von Paderborn. Ihr habt gesehen, wie wunderschön sich das einfach steuern lässt. Das muss man wirklich sagen. Das ist wirklich Wahnsinn. Machen wir mal kurz Umkehrschub noch rein. Ich zeige euch das auch noch mal ganz kurz. Während wir hier abbremsen. Umkehrschub wieder raus. Wie wunderschön das umgesetzt ist. Wie wunderschön weich und genau die Bewegungen sind. Wenn ich das ganz leicht hier bewege, dann wird das auch wunderschön leicht erkannt.
So, sehr schön gemacht. Muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht auf dem Rasen fahre. Ups. So. Na, also ihr seht das. Wirklich wunderschön gemacht. Ganz leichte Bewegungen. Ganz feinfühlig hier auch zu sehen in der Maschine. Wunderbar. Kommen wir zum Abschluss noch zu einem Fazit. Der Yoke ist sehr gut verpackt gewesen und auch die Verpackung an sich macht einen wirklich hochwertigen Eindruck. Es gibt zwei Möglichkeiten, um das Gerät an eurem Tisch aufzubauen. Die sind beide sehr gut durchdacht, es geht jeweils einfach und schnell und auch die Fixierung am Tisch ist wirklich super, da wackelt überhaupt nichts. Der Yoke hat einen großen Drehbereich, es gibt viele belegbare Schalter, wie ihr gesehen habt, und auch ganz nett ist die in Stufen einstellbare Beleuchtung. Die Verarbeitung ist sehr gut und tadellos und auch die Oberfläche des Yokes wirkt sehr hochwertig. Das Gerät können wir dann einfach per USB einstecken und damit ist dann, wie wir gesehen haben, eigentlich auch schon alles fertig. In X-Pen 11 musste ich den Yoke nur noch kalibrieren und auf Wunsch Schalter belegen. Die Übertragung der Steuerbefehle ist sehr präzise und der Yoke liegt wirklich sehr gut in der Hand. Insgesamt bin ich mit dem Gerät wirklich sehr zufrieden und würde es jederzeit wieder kaufen und kann es euch auch wirklich uneingeschränkt weiterempfehlen. Und damit wären wir dann auch schon am Ende von meinem Review, von meinem Vorstellungsvideo. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch weiterhelfen konnte und euch einen guten Einblick über das Gerät hier geben konnte. Noch eine Sache zum Preis. Das Gerät kostet aktuell, also Stand November 2019, um die 250 Euro. Ich selbst habe etwas weniger bezahlt, da ich 10% als Vorbestellerrabatt erhalten habe, weil ich das Gerät vorbestellt habe vor einiger Zeit. Und ja, die Preise können natürlich mit der Zeit variieren. Auf den ersten Blick fällt dann auf, dass die Preise etwas hoch sind, aber man muss natürlich dazu sagen, dass ihr wirklich ein erstklassig verarbeitetes Produkt erhaltet, was auch wirklich sehr gut durchdacht ist. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr die sehr gerne in den Kommentaren stellen. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns mal in einem Let's Play oder in einem X-Pen 11 Livestream, wo ich dann übrigens auch mit diesem Yoke hier fliegen werde, dann wiedersehen. Und dann bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes übrig, als zu sagen, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und sage dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.